Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Wir starten hier in dem Menü, weil ich gesehen habe, ich habe den Zaubererpunkt einmal fast voll geskillt und das habe ich jetzt getan. Somit haben wir jetzt einen Zauberpunkt. Und ja. Schauen wir mal, was das kann. Was kann das überhaupt und wie kann ich das? Erhöhte Energieregeneration, ja. Gut. Sauber! Aha. Okay, gedrückt ist. Das schaut fast genauso aus wie. Ja. So, okay. Wir haben unter anderem ein Punkt, der mir auffallen ist, ist, dass sie zwei Gelegenheiten zu looten übersehen haben. Zack. Das wäre einmal bei dem ersten Boss eine Truhe und dann vorher noch dieser Herausforderungskristall, wo es Kassen hat. Man kann dann hin, wenn man einen mächtigen Gegner getötet hat. Ich habe keine Ahnung, ob der mit mächtiger Gegner der Boss gemeint ist, aber ich vermute es einfach mal. Zack. Hübsches Face. Ich hoffe, ich glaube zumindest, dass das gemeint ist, weil andere mächtige Gegner. Was ist mächtiger als Bossgegner jetzt? Wieder ein Splitter. Jo, Energiesplitter. Spinnen sind leicht nervig. So. Der Typ hier ist ja weggecheckt. Zack. Ich nehme einfach mal alle mit. Ich hoffe, da kann ich überhaupt noch rein. Zack. Zack. Kann ich nur rein? Ja, da kann ich nur rein. Diese Türen sind also Gebietsübergänge, das ist aber dann auch. Das schaut genauso aus wie die andere Tür unten. Wo meine Vermutung ist, dass es tatsächlich dieses Archiv ist, wo wir den Schlüssel für gekriegt haben von der Jitka. Da müssen doch zwei sein. Ja, was ist doch. Putz. Ja, der Kassler kann noch länger warten. Der verblutet jetzt schon seit 1,5 Stunden, der kann dann noch länger verbluten. Das stimmt, der ist ja wahr. Okay, dann halt nicht. Mann, den nerven aber auch. Zack. Level Ending Shit. Ja, aber ganz genau. Was fällt dir ein? So, versiegelte Rune. Was ist das hier? Nix. So, der erste war nämlich hier. Ganz übel dran dabei. So. Ah, die Kriegerausrüstung. Ja, das hat sich ja fast gelohnt. Was geht mit der Kamera jetzt bei dem Backstabben? Hm. Geil. In dem Atemzug können wir noch schauen, ob hier noch was ist. Eher nicht. Ne, Moment, da wollte ich gar nicht hin. Da unten. Hier durch, ne?
Ah, was, du bist noch gespawnt? Ja, dann. Unser Herr Tutorial-Gegner. Ey, die Viecher wollen mich heute verarschen. Das sind alle 5 Meter hier Speicherpunkte, deswegen brauchen wir nicht geizen, die Dinger. Das ist echt unnötig bei denen, aber gut. Ich mach's halt gerne. Zack. Einfach alle mitnehmen. Die zwei da unten können wir umgehen. Zack. Den unten können wir auch umgehen. Zack. Wieder um. Bist du da oben? Ah, das Ding hier. So, was ist das hier? Aha. Oh! Sind das 3 kostenlose Truhen oder sind 2 davon fake? Was ist das? Drachenschild. Ist der Hochsplitter? Aha. Ist das hier? Oh! Ein Schmuckstück in der Wetterzeit. Und eine leere Flasche. Warte mal, ist die leere Flasche für die Heiltränke? Ich meine, ich habe irgendwo eine verballert und ich weiß immer noch nicht warum. Welcher Splitter? Physikdrohne, Energiesplitter, ja, das ist Standardzeug. Mach auf hier. Lädt mich durch. Klone könnten. Die können Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Klone, oder? Im Zweifel wäre das gar nicht mehr so unpraktisch bei mehreren Gegnern oder eben bei Bossfight. So wie beim letzten, oder? Über die scheiß Ads beschwert. Aber mal durch hier. Wenn ich Arschlock kommen geworden, dann bin ich ausgeliefert dem Salonangriff. Das ist ziemlich nervig. Die stöhnen alle so laut. Jetzt ist der da unten schon wieder noch gespawnt. Die waren noch nicht mal bei irgendeinem Ding. Na gut, wenn die eh noch spawnen, mal hier dran. Sag jawohl. 5 Fläschchen. Hier nachher. Ach, guck mal. Hat das sogar wieder einen Attributspunkt gebracht. Ja. Hm. Machen wir mal an den Glück. Ja, was wir können. Inventar. So, wir haben hier. Die Quelle, was machst du? Mana-Regeneration, ja gut. Gleich gut wie überhaupt nicht. Rüstung heute Kriegerrüstung. Aber trotzdem mal abhacken. Drachenschild. Es geht halt tatsächlich nur über das Turmschild raus. Hit. 34. Hä? Okay, für den Fall, dass man auch keinen Bock hat zum Laufen. Gut, und wir haben wieder fünf Flaschen, aber nicht lange vermutlich. Ich friss viel zu viel Free Damage. Zack. So, dann haben wir das auch wieder. Was ist denn der Typ? Ah, hier. Batz! Ist der ein One-Hit mit dem Ding? Ja, ist er.
Ah ja, der will ja auch mitspielen. Ist denn, da ist ja auch noch einer drin an der Seite. Das ist ein Weg. Zur Seite. Okay. Ja, ja, ich hatte sie Free Damage. Ist mir egal. Da draußen ist wieder ein Softpunkt zum Aufladen. Da brauchen wir wirklich nicht geizen. Hier sind noch alle 5 Meter. Okay. Ah ja. Ist ein bisschen irritierend, dass man sich nach der Tür erst nicht bewegen kann, eine Zeit lang. So, erstmal healen. Nutzen, da haben wir wieder neue Fläschchen. Ich weiß, dass er verwundet ist, ich weiß, dass er verschwunden ist, ich weiß, dass er allein ist, ist mir doch egal. Zack. So. Den Oberboss hier. Batz. So. Oh, ja, das geklappt. Krone, stimmt zwar dabei recht. Natürlich. So, weil ich keinen Bock mehr habe, über diese Brücke hier zu gehen, gehen wir unten, direkt unten lang. Nervt's den anderen. Kommst du an? Natürlich kommst du an. Ja, bleib da, wo du bist. Ist mir egal. Kommt der eine noch? Nö, aber der hat es gedroppt. Na? Ja, jetzt nimm das doch! Wieder Rune. Der hat auch was gedroppt. Wahrscheinlich wieder Rune. Entschuldigung. So. Der Typ da oben, der können wir mal herzlich egal sein. Herr Armbrust. Ja, ja, ja. Wir wissen es doch. Au! Vollpunkt. Aus dem Weg. Sag mal, kriege ich für den Linke keine EP mehr oder habe ich jetzt was im Auge? Ja, wir kennen uns hier schon. Batz und Batz. Drin ist ja auch noch einer. Diesmal lassen wir uns nicht von der Seite anspringen. Batz. Diese blöde Spinne auch wieder nachgespannt. Letzter Ausweg, kurzes. Hey, kurzes Schwert. Nö, das Vieh nicht. Gut zu wissen. Steht den Kerl für Labor, ich weiß nicht. Warte mal, das war doch da drüben. Da war das. Da ist ja das Stehaufmännchen. Der Wiefers? Wiefers. Kann er hauen mit den Dingern, ne? Natürlich kann er das. Wie weiß, dass du wieder aufstehst. Lass das einfach. Der haltet an, mehr als das die normalen. So. Da ist auch ein Riegel drin, also. Oder auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. So, was ist das hier? Hey, hier drüben.
Ihr werdet es aufwecken. Lasst mich hier raus. Der Wärterschlüssel ist direkt hinter euch. Nein, wenn ihr seine Tür öffnet, weckt das Geräusch die Bestie in meiner Zelle. Warum lasse ich euch nicht einfach beide frei? Das Türgeräusch wird die Bestien hinter uns aufwecken. Nur einer von uns beiden kommt hier lebend raus, nämlich der, dessen Zellentür offen ist. Was ist hier los? Ja, interessiert mich auch. Wir sitzen beide wegen ihm in diesem Gefängnis. Wer ist ihm? Er ist der Mörder. Wer? Ständig mir die Schuld zu geben. Das tue ich, weil eben du der Mörder bist. Ich muss weiter. Mit sowas fangen wir gar nicht erst an. So, was ist das hier? Zellenschlüssel. Ach so. Die haben mich schon gefreut. Wer genau sperrt die so ein? Das ist ja noch eine dritte Zelle, bis damit. Nix. Was ist das hier? Hä? Wow, ist der dick, Mann. Au! Halt's Maul! Ich hab grad ganz andere Probleme, als wir echt zwar. Nee, da frag gar nicht, was da gerade passiert. Ach du... Natürlich kann der Molotow schmeißen. Was bist du denn? Da! Von hinten. Und zwar richtig hart rein. Was? Du heilst ihn nicht ernsthaft. Ihr da. Seid still. Halt die Fresse! Eieiei. Das sind so viele Hebel, ne? Warum kann ich die aufmachen? Gebt keinen Laut von euch. Wenn ihr die Verseuchten aufweckt, kann ich nicht entkommen. Ey, die sind mir die gehen mir beide so auf den Sack einfach, ne? Was macht der Schalter eigentlich? Was ist das hier? Da ist was drin. Oh nö. So ist viel. Aber tot sein. Reine zu viel. Es ist ziemlich viel Loot drin. Das ist schon wieder ein schlechter Schädel. Bist du schon wieder Ferner? Ihr
gehört nicht zu denen, oder? Nein, ich gehöre nicht zu denen, denen alles durchgehen lassen. Lass mich fahren. Du willst, dass ich deine Zellentür aufmache. Und mich dann tötet. Es ist nicht schwer. Findet nur den Hebel in der Nähe, zieht ihn. Befreit mich von meinem Elend. Warum? Nicht töten? Mein Fleisch ist befleckt. Ich wandle mich in eine dieser Kreaturen. Tötet mich, bevor es zu spät ist. Hört sich einfach an. Okay, wenn er will. In Griffield. Ja, schwer von B. Darf ich mal raten? Menschlicher Schädel. Hä? Warum liegen hier so viele menschliche Schädel rum? Hau mal auf hier. Aha. Okay, bin für den One-Hit. Gut zu wissen. Schön. Wieso hast du diesen bescheuerten Magiehandschuh? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach nö. Okay, ja, Konka Ausdauerring in der Arena, obwohl er sich nicht bewegt. Also, ich komme mir so vor, als wäre ich hier irgendwie zu früh, kann das sein. Der Hund soll da bleiben, wo er herkommt. Hier ist auch noch ein großer Hund. Einfach kaputt prügeln. Schnell genug drauf an. Bis der Typ fehlt der Griff. Ja. Komm raus da. Alter, wie viel Schaden der macht! Der Typ macht so ultra viel Schaden, der Arne. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt muss ich wieder an dem Fettsock vorbei. Mei. Ich verschwinde hier gleich. Ich hab keinen Bock auf das. Ah, du fetter Stück Scheiße, ne? Der versperrt mit seiner Existenz den kompletten Gang. Natürlich kann er auch Molotovs schmeißen, weil... Warum auch nicht? Dann backstab ihn heute nicht, das will dir nur helfen. Du trinkst nichts. Mann! Das machen wir später. Das ist der blöde Hund. Der Typ ist zu stark da drüben, der Geber. Das lassen wir mal. Ist da auch noch einer drin? Natürlich ist da einer drin, da ist auch was zu looten drin. Ja, das bleibt schon zu. Da ist aber auch was zu looten, Mann.
Also stark, die Gegner hier sind alle ziemlich stark. Aber die Typen mit Zellen, das ist ja witzlos. Zack. Mann, nee. Menschlicher Schädel. Hä? Für was denn? Oh! Der erinnert mich an wen? Der erinnert mich ziemlich an den ersten Typen, den wir hier hatten. Als Bossgegner. Machen wir die Tür auf. Das ist gut. Hebelgriff, hä? Können wir den Typen da drüben aufhebeln? Ungern hier rumrennen gerade. Das machen wir jetzt noch, bevor ich es wieder vergesse. Das sollte schon mal vorkommen. Das solltest du eigentlich nicht tun. Er wollt's ja. Zauberpunkt. So. Jetzt wahrscheinlich nur mit ihm reden sollen. Aber egal. Blocker, Faustschild. Ja, leck mich. Neues Faustschild. Ist sogar trotzdem mal was, was wir brauchen können. Falsche Taste. Yeah. Ja, Blocker. Oh, das hat da 100er. Block. Was, der Faustschild mit 100er? Okay. Gewicht. Das wiegt, puh, ja, einen halben Kilo mehr. Was blockt 100 laut dem, was so steht? Das ist so geil. Faustschild, das 100 blockt, hatte ich noch nie. Also überhaupt kein Spiel. Mir irritiert wirklich der Schlüssel, der Anhebel hier. Für was war der? Die zwei Typen können von mir aus da drin versauern. Und mal hier ist auch ein Hebel. Oh nö. So. Das ist mir ein bisschen zu heavy hier noch. Gehen wir später hin. Wahrscheinlich muss man da erst später hin. Ich greife gleich wieder vor. Es ist extrem irritierend, dass man sich eine Zeit lang nicht bewegen kann, nachdem man durch die Tür ist. Willst du mich irgendwie verarschen? Na? Ey, das ist so lächerlich, ne? Das ist teilweise schon echt ziemlich witzlos und lächerlich. Der Typ da drinnen, den vergessen wir nicht. Das Ding blockt halt eiskalt 100. Ein Faustschild, das 100% Schaden blockt. Finde ich nice. Nimm mir so, sogar sehr gerne. Aie. Wow, hat das viel Erfahrung gebracht da unten. Das ist auch ein Indikator dafür, dass ich da noch zu früh war. So. Zack. Gut für die Welt.
Weiter geht's. Können wir mit dir noch reden? Und da ist er wieder. Ja. Und da ist er wieder. Und da ist er wieder. Alles klar, die Platte hängt. Platz der Richter. Ach, das ist das hier. Ist der Boss Area mit geschmeidigen 15 Frames. Sven irgendwie nicht mehr, es wollen nicht. Sie wollen es nicht. Wei. Man gewöhnt sich dran. Geh aus dem Weg. Ich suche einen Mann namens Kaslor. Moment mal. Ich kenne dich. Du solltest im Gefängnis sitzen. Jeder kennt deine Verbrechen. Ja, ich nicht. Lang ist es her, Hauptmann. Du bist ein Tier und gehörst in einen Käfig. Was hast du hier unter den Tapferen zu schaffen? Kaslor war ein Idiot, dich rauszulassen. Ich bin hier, um meine Arbeit zu tun. Falsch. Meine Männer sind hier, um ihre Arbeit zu tun. Ich kann nur raten, warum du wirklich hier bist. Aber sicher hat es mit Beute zu tun. Irgendwas von Wert gibt es hier sicher für dich zu holen, was? Glaub doch, was du willst. Pass aber echt. Gut auf dich auf, Harkin. Ich suche jemanden in der Zitadelle. Vielleicht hat Kaslo keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen. Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist. Bleib schön hier draußen. Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen. Geh zum Friedhof. Du hast hier Feinde. Und zwar nicht nur die Roga. Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, den jetzt aufs Maul zu hauen, aber... Freundlich, die Menschen hier. Okay. Der hat ein, zwei Leute verloren. Oh, drin im Kreis. Ah, wie schauen wir aus hier? Ah, das ist ein Herausforderungsdingens. Jo, ein Lootportal, Rinder. Das ist Carsten, manchmal gibt es da drin Gegner, ne? Öffnen. Gib mich was Gutes. Was ist das? Oh! Energiesplitter, hä? Okay, das sind Gegner, das sehe ich doch. Mehr oder weniger sehe ich sie. Ich sehe keine... Ich werde hier beschossen. Ich sehe keine Lebensleisten an den Gegnern, aber... Was ist das? Was bist du denn? Oma, Kampfstab. Finde ich hier auch Erfahrung hier drin? Ah, du kleiner Lutscher. Ich krieg für dich auch Erfahrung. Cool. Ich sehe heute nichts. Du hast hier einen Blick, wie als hättest du 4 Punkte. Was ist das? Er weiß sich die Stürze besoffen. Das ist da. Das ist ja. Das ist ja schön. Was ist hier? Steine. Hä? Aha.
Ja. Er weiß nicht, wie besoffen, das ist echt ultra übel. Jetzt ist das Ding wieder hier. Spitzler. Er ist sehr interessant. Hä? Wie von der Kassel, habe ich jetzt was verpasst? Ich habe irgendwas verpasst, kann das sein? Ich habe irgendwas Grundlegendes verpasst. Oh gut. Nee, falsche Taste. Immer falsche Taste. So. Hier. Ich habe doch einen neuen Kampfstab. Hier. Mutter. 6 Schaden. Skaliert denke ich auf Geschick. Nee, das skaliert auf Glauben. Kein Wunder, dass das Ding keinen Schaden macht. Okay, dann wieder. Was willst du? Irgendein Arschkeks mit einem Turmschild. Zack. Putz. Stöhnen sie lauter. Blutiger Feuerstein. Hä? Was sammle ich hier alles ein? Ja, du machst mir keinen Schaden mehr, das hatten wir auch. Zack. Dies ist meine 4. Nachtwache. Die ersten 3 waren ruhig, bis auf die Gerüchte, die sich unter uns verbreiten. Gerüchte über die Roga. Sie sind nirgendwo zu sehen, doch da ist ein Leuchten am Horizont. Ach, sie sind nirgends zu sehen. Die Dörfer brennen. Und das Feuer könnte näher kommen. Ich glaube nicht, dass es noch viel länger ruhig sein wird. Was glaubt er, hä? Was der so glaubt? Schlag doch. Um Laufen kommen wir denn nicht? Nee, am Laufen kommen wir den nicht. Boah. Kennst du eigentlich alle nichts anderes als diese blöden Scheißschilde, ne? Die können echt alle nichts anderes mehr. Das ist der Wahnsinn. Ist das Feuer oder hier liegt wohl nichts? Ich muss den Signalfeuerturm auf der anderen Seite des Friedhofs erreichen. Das ist Selbstmord, doch. Doch ich habe keine Wahl. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Hilfe. Wenn es denn noch jemanden gibt, der helfen kann. Ja, wir haben es verstanden, dieser Arschloch. So. Oh, ein Speicherstein. Ja. So. Benutzen. Okay. Wir können ins andere Reich. Ich merke irgendwie meine Questfortschritte nicht wirklich. Finde Kassel. Hä? Hä? Eine Gott leichte Frau, hallo. Zack. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht. Wir können keine weiteren hereinlassen. Sonst verhungern wir alle. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe, aber
Das sind Menschen. Er sollte sie retten. Boah, Alter. Gehen mir die auf den Sack, die Typen mit dem Schild. Das ist der Wahnsinn. Ja, die normalen Schild hätten es nicht gereicht. Warum gibt es jetzt auch Leute mit Turmschilden? Kann ja gar nicht anders. Boah, Alter. Man konnte sich das nicht vorstellen, wie sehr mich das aufregt. Tu weg diese verhurte Scheiße. Mann! Boah, ihr könnt so brechen, ne? Ihr könnt einfach so hart brechen. Tu weg dieses verdammte Schild, Mann! Regen mir die Typen auf! Stellst du vielleicht noch 5 her, dann haben wir irgendwann Spaß. Wir legen doch einfach so an hin. Eva, du bist einer, der mehr aushält und du stehst wieder auf. Ist immer so. Wenn der Anschlag mehr aushält, dann kannst du wieder aufstehen. Ich stehe Standsplitter. Ja, stirb lang. Ich stirb leise, nicht langsam. Ich hab du hier. Von der anderen Seite blockiert, er wollte gerade noch abbringen. Grüß Gott. Leuchtfeuer. Abgang. Oder auch nicht. Für was ist das hier? Jetzt habe ich das angezündet. Plus 1000 TP. Cool. Er hat sich so angehört, als würde es da noch irgendwo Verstärkung geben, die kommen könnte. Ah ja, wieder so einer. Habe ich schon mal erwähnt, dass es leicht nervig ist, wenn du zwischendurch Standbilder käme von der Frame-Rate. So, weg hier. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das jetzt gerade angezündet habe, aber es scheint noch Verstärkung zu geben. Das ist doch gut. Gibt's hier Kiste? Ja, und ein Shortcut gibt's auch. Oder? Ist es da, wo ich denke, wo das ist? Ja, das ist da, wo ich denke, wo es ist. Und der Kiste. Make if. Zack. Was ist das? Oh! Noch eine leere Flasche. Jawohl. Und zwei Drachenschilder. Danke dafür. Gut, sind wir wieder hier. Keine Ahnung, ob es da unten jetzt noch weitergeht. Auf jeden Fall wird es schon ziemlich weitläufiger. Da runter wird es auf jeden Fall. Da hinten geht es da noch weiter. Zack. 1000 XP, oder? Da ein bisschen Ausdauer hoch. Passt. Ich glaube, in Stärke gehen wir komplett vorbei. Ja, gut. Aber ein neues Areal. Ein neues Schild. Leicht merkwürdige Questanzeigen. Und eine neue Flasche. Und Typen, die mir nicht leiden können. Also ein ganz normaler Mittwoch. Aber es ist Donnerstag. Deswegen. Donnerstag. Bis denn dann. Morgen. Tschüss.